Ach, Mist. Wollte ich gar nicht so machen. Okay, die mit den kugelsicheren Westen. Da kann man auch nicht auf die Beine schießen. Okay, sind alle weg. Ich glaube trotzdem, mit dem Helikopter wären wir hier eleganter gewesen, aber ich glaube, unsere Helikopter sind momentan noch so Papierausgabe. So. Freunde der Nacht. Na komm schon. Rumsti Bumsti. Oh Gott, wir müssen danach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Das kann ja heiter werden. Wer hat denn diese tolle Idee, eigentlich hierher zu kommen? Achso, wir können natürlich nicht durch die Bodengitter schießen, das können nur die. Okay, weißt du was? Mal gucken, was passiert. Was? Alter! Gib mal her! So, Freundchen, jetzt sieht die Sachlage natürlich ein bisschen anders aus. Die Frage ist natürlich nur, wo wollen wir hin? Irgendwer schießt da noch auf uns. Das war der Sniper. Oh. Ja, 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 guck mal. Guck mal, Junge. Guck mal, was passiert, wenn du böse bist. Die Granate ist auch nicht hier gelandet. Wollte ich gerade sagen. Habe ich jetzt auch nicht gewollt. Nein! Ah, Verschwendung. Autsch. Den anderen sehe ich gerade nicht mehr. Ich dachte, ich krieg mit dem Seil aus. Oh. Alter. Boah, noch einer. Leck mich doch am Arsch. Wie viele noch? Einfach nur was aus dem Container holen. Aha. So, ich glaube, ich sollte mich mal ein bisschen mehr beeilen. Ich sollte jetzt hier rumstehen, die ganze Zeit im Maul auf dem Seil halten. Andererseits. Wenn wir schon mal dabei sind. So, da. Okay. Ich sehe nichts. Meine Socken qualmen. Alter, leck
mich fett. Was ist das denn für eine Mission? So, ich versuche mal ein bisschen mehr in Bewegung zu bleiben. Tut mir leid, ich hänge die ganze Zeit hier so rum. Ich versuche mal alle auszuschalten. Das Problem ist, hier gibt es, glaube ich, unendlich neue. Da kommen wir mal wieder, immer wieder neue Hampelmänner. Deswegen würde ich sagen, wir kürzen das Ganze mal ein bisschen ab und machen uns mal ein bisschen auf die Socken. Hier unten ist einer. Ach, Freunde. Toll, genau im richtigen Moment nachladen. Was. So. Muss gleich husten. Immer eine gute Idee. Natürlich nichts. Hast du den Scanner schon? Kein Scanner zu sehen. Aber ich brauche dringend Munition. Und husten. Moment. Entschuldigung. Sind wir eigentlich schon mal gestorben? Ja, sehr gut. Ich glaube, wir sind noch gar nicht... Oder? Sind wir schon mal gestorben? Ich glaube nicht, ne? Weil, wobei Sterben ja auch, glaube ich, sehr schwer ist. Denn unser Freund Rico ist sehr robust. Im Gegensatz zu den Papiertüchern, die sie ja Soldaten nennen. Da oben ist nichts. Mann, den würde ich gerne umnageln. So, der Turm ist weg. Hier ist noch einer. So, zack. Zu schnell, zu hoch? Kann es gar nicht geben. Also noch sind wir nicht gestorben. Warum schreien die denn? Kommen die mir jetzt hinterhergelaufen oder was? Okay, bis auf den da hinten scheinen die alle in der Nähe zu sein. Der da vor allen Dingen. Da oben gibt es Waffen. Ja, was auch, warum nicht? Oh, Granatenwerfer. Granatwerfer, Entschuldigung. Sieht nice aus. Hier ist nichts mehr. Kriegen wir das Ding da kaputt? Nein. Huch. Ich würde ehrlich gesagt gerne den. Ja. Radator. nicht auf mich. Nicht auf mich. Nicht auf mich. Geil. Nice. Okay, das war der Radarturm. Den haben wir jetzt also auch. Das Ding da hinten holen wir uns auch noch. Ich nehme an, da kommen wir so ohne weiteres erstmal nicht ran. Hier mache ich lieber, um ein bisschen zu sparen. So, was haben wir denn hier? Nichts. Großes, rundes Nichts. Da. Ach du Heilige. Oh,
So. Das waren die Herrschaften. Ich würde echt gerne, boah, ich würde echt gerne, also wenn das funktioniert, ich wünschte mir, dass es funktioniert. Ich weiß nicht genau, ob es funktioniert. Wahrscheinlich ja nicht. Ist das Ding kaputt? Nee. So, ganz kurz. Den Mausfall wieder nach unten holen. Doch, das scheint zu... Ja! Helikopter sind bereit zur Unterstützung. Sorge für eine problemlose Landung. Ist das unsere Helikopter? Das ist nicht unser Helikopter. Okay, ich glaube, das... Ich glaube, die Schüssel will auch nicht ganz richtig runter. Chaosobjekt zerstört. Ach, Alter, da explodiert immer noch alles. Geil. Kriegen wir die Wachtürme klein? Kriegen wir die Mauern klein? Weiß ich gar nicht. Okay, so viel Gewalt und Zerstörung ist ja nicht mehr drin. Ich gehe mal raus. Wir können ja gleich mal oben gucken, ob wir da irgendwas Interessantes finden. Hier zum Beispiel ist noch ein Transformator. Suchen. Ach, die andere Seite. Hä? Suchen? Ich nehme an, das wird keiner unserer Leute sein, da oben in der Luft. Jetzt kommen die also. Wo ist denn der? Da unten leuchtet irgendwas Fieses. Ach doch, das sind unsere. Ein blauer Heli. Nice. Okay, das Ding, da müsste man platt kriegen. Ist momentan leider ein bisschen schwierig. Irgendwie... Ach, das wollte ich gar nicht. Irgendwie komme ich da gerade nicht ran. Da steht zwar suchen, aber es geht nicht. Hier drin ist auch nicht. Natürlich nicht. Ist ja erst im letzten. Achso, warte. Erstmal das hier. So, die Frage ist, da unten ist ein Panzer. Wir müssten aber eigentlich trotzdem darüber. Dann gleiten wir erstmal darüber. Dann können wir uns hinterher noch um die Flak kümmern. Hier unten ist auch noch eine, wie ich gerade sehe. Wo sind denn unsere Freunde? Da haben noch ein paar Fässerchen. Aber die nutzen uns gerade nicht viel. Eieiei, caramba! Freunde! Jetzt zeigt man nicht so! So, offenbar haben wir da hinten noch ein paar Freunde und ein paar Flacki Flacks, Mann. Okay, können wir die abschalten? Manuell? Geht das? Nee, ne? Wäre auch zu schön. Auch
Das geht nicht. Oh, warte, was ist das hier? Nichts. Okay. Dopplerradar, okay. Da hinten ist auch noch einer. Da wollen wir die Dopplerradare mal ein bisschen außer Kraft setzen. Ah, wir haben nur noch einen einzigen Schuss. Okay, warte. Dann würde ich sagen, dafür nehmen wir vielleicht die Knuse hier. Oder warte, warte, vielleicht haben wir noch was Besseres. Vielleicht brauchen wir gar keinen Schuss. Lass uns doch mal sehen, ob das funktioniert. Aber guck mal, ihnchen hier müssen wir eigentlich außer Gefecht setzen. Falls er nicht schon ist. Der sieht so inaktiv aus. Naja, ein paar Schuss haben wir doch gebraucht. Was mit ihmchen hier? Ist der kaputt? Ah, hacken. Sehr cool. So, der ist jetzt blau. Die hier sind gleich Geschichte. Na los, komm schon. Bams. Wer auch immer da unten gerade war, hat erstmal Landurlaub. Und zwar sehr tief im Inland, wie es aussieht. So, das war Ditte. Dann fahren wir mal kurz da drüben hin. Schlüssel zerstört. Ich habe keine Ahnung, warum der Wagen explodiert ist, als ich rausgesprungen bin. Ich habe keine Ahnung. Ich war das nicht. Aus irgendeinem Grund hat er sich entschieden, dass es vielleicht besser wäre. So, dann hacken wir dich mal auch mal. So. Das sieht gut aus. Okay, die gehört uns. Was mache ich denn mit dir, du Früchtchen? Dich kann ich ja leider nicht hacken. Na, was soll's. So. Hätte ich vielleicht ein paar Minen nehmen sollen. Hier, ne? Weißt du schon, Granaten, also Haftminen. Offenbar ist da unten einer unserer Panzer eingetroffen und wir haben hier unten noch irgendwo ein Geschütz, ne? War hier unten nicht noch irgendwo eins der feindlichen... Okay, bevor ich da halt, bevor ich da hingehe, hätte ich was vergessen. Guck mal, da kommt wieder einer. Den habe ich doch gesehen. I am evil person. I am an enemy. Oh. I am enemy too. Okay, hier. Sollen wir mal gucken. Das letzte Ding. Und ich glaube, da wird es wahrscheinlich auch drin sein. Vermute ich mal. Caps Lock. Dran. Und go. Öffnen. Ich hab ihn. Dima? Du musst den Scanner auf ein großes Gitter in der Anlage von Chimaleon legen. Das Gerät misst Spuren von raffiniertem Barbarium. Was? Jetzt muss ich so weit weg? Nachdem ich hier gerade aufgeräumt habe. Mann, warum nehmen die Rebellen das hier nicht ein? Oder wird das später wieder, wird das später vielleicht wieder aufgebaut? Damit man das wieder kaputt schießen und wieder kaputt schießen und wieder kaputt schießen kann? Ich meine... Möge ja repetitiv sein, aber das Ding, es macht furchtbar Spaß. Ich glaube, wenn wir da mit einem fetten Heli reinfliegen, nicht mit so einer Papierserviette, wie wir neulich reingeflogen sind, ganz ehrlich, dann glaube ich, könnte das eine lustige Geschichte werden. So, wenn ich jetzt hier noch einen Heli finden würde, wäre ich übrigens sehr dankbar. Da unten ist ein Panzer, den können wir notfalls ja auch noch. So.
Nein. Ach, das ist gar kein Panzer von den Rebellen, das ist ein runtergeschossenes Flugzeug. Das gilt aber nicht. Hier ist, und hier ist das andere. Das war die Verstärkung. Ich glaube, da müssen wir hin. Okay. Fürs nächste Mal lernen, hacken. Immer hacken. So. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es hier noch welche gibt. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Flugabwehrstellungen hier jetzt aktiviert. Ich weiß aber nicht, ob das alle waren. Ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, ob das nötig ist, alle zu hacken. Okay. Hat sich nicht gelohnt. Nö. Hier ist also der Eingang zu diesem gloriosen Machwerk. So, pass auf. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Ich habe keine Ahnung, ob da Rebellen kommen. So, Tor ist aktiviert. Theoretisch ist der Stützpunkt jetzt bereit zur Einnahme, wenn wir mal ehrlich sind. Da hinten müssen wir hin. Wo ist denn der andere? Ist der abgehauen? Ich will den Stützpunkt einnehmen, verdammt. Jetzt haben wir den so schön aufgeräumt. Das wäre so eine Verschwendung, wenn wir nicht einnehmen würden. Er sieht das genauso. Ach, ist das süß. Ich habe schon mal ein bisschen Weihnachtsschmuck aufgehangen, ne? Ich hoffe, das ist okay. So, die Minigun brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt. Ach, guck mal, hier ist Weihnachtet sehr. Schön. Wie ein Tannenbaum. Okay, guck mal, hier hätte man drüber springen können, über die Mauer. Wir haben jetzt einen unkonventionellen Weg gewählt. Das Blöde ist nur, wir müssen jetzt natürlich auch wieder irgendwie zurück. Da ist noch ein Panzerchen. Rico, laut meiner Daten ist der Scanner instabil. Ist vielleicht beschädigt. Könnte explodieren. Beeil dich. Alter, was ist denn jetzt hier auf einmal los? Wir müssen wirklich mal über deine Erfindung reden, Dima. Oh, geil. Barbarium kontrolliert, kontrolliert ganz Medici. Und mit diesem Scanner könnte ich die Agency vielleicht dazu bewegen, die Rebellen stärker zu unterstützen. Alter. Mal sehen, was ich tun kann, Chef. Ja, ja, genau. Mal sehen, was du tun kannst. Momentan nicht so viel. Ich meine, Sicherheit bringen kannst du tun. Du wurdest entdeckt. Soldaten nähern sich, Rico. Tatsächlich. Ich kümmere mich um sie. Gut, dass ich dich habe. Du bist echt the light of my life. Alter, wie viele. Warum? Warum ist er einfach abgeschmiert? Und warum kommen auf einmal so viele? Nein! Unser erster Tod! Unfassbar! Alter, aber wieso? Wir haben gerade den ganzen Stützpunkt zerstört. Gescheitert. Jetzt müssen wir die ganze Mission nochmal wiederholen. Wir müssen das ganze Ding nochmal... Also wenn wir das müssen, dann bringe ich irgendwen um. Also im Spiel natürlich, aber... Oh. Wir haben den ganzen Stützpunkt ausgeschaltet und jetzt... Ich hab ihn. Dima? Du musst
muss den Scanner auf ein großes Gitter in der Anlage von Chimaleon legen. Das Gerät misst Spuren von raffiniertem Barbarium. Feindliche Helikopter zerstört. Die ganzen Dinger sind auf unserer Seite. Guck mal, die holen jetzt die ganzen Helikopter aus der Luft. Geil. Ja, die sind immer noch auf unserer Seite. Das ist ja geil. Alle Feinde wieder respawned. Das ist okay. Ich würde mir gerne einen Helikopter schnappen. Muss ich nur gucken, wo. Da ist einer. Da. Okay. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen übersehen. Kein Geschütz. Wir werden es gleich herausfinden. Hoffen wir nicht. Na gut, dann wollen wir mal. Außer Sichtweite. Ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich der Mega-Angriff wie eben gerade. Jetzt. Rico, laut meiner Daten ist der Scanner instabil. Ist vielleicht beschädigt. Könnte explodieren. Beeil dich. Natürlich. Wir müssen wirklich mal über deine Erfindung reden, Dima. Okay, 5. Ah, Alter, 5:40 haben wir nur Zeit? Na, das wäre ja sowieso was geworden. Und wir müssen hier bei seinem Stützpunkt vorbei. Glückwunsch. Rico, ich brauche diesen Scanner, Amigo. Wer das Barbarium kontrolliert, kontrolliert ganz Medici. Und mit diesem Scanner könnte ich die Agency vielleicht dazu bewegen, die Rebellen stärker zu unterstützen. Mal sehen, was ich tun kann, Sheldon. Du wurdest entdeckt. Soldaten nähern sich, Rico. Ich kümmere mich um sie. Okay, ich bin da. Gut, platziere den Scanner am Gitter neben dem Raketensilo. Was? Wenn ihr raffiniertes Barbarium entdeckt, hat die Rebellen möglicherweise einen Barbarium-Gefechtskopf. Sehr gefährlich. Okay, pass auf. Wir machen mal Folgendes. Okay, ich hoffe, ich... Bitte nicht schießen. So, einen haben wir jetzt. Der kümmert sich hoffentlich um den Helikopter. Da komme ich gerade nicht hin. Alter, was ist denn hier los? Ich weiß gar nicht, von wo regnet es denn hier so? Der ist weg, okay. Er trifft den Helikopter nicht, weil er da irgendwo rumhängt. Alter Scheiße, okay. Wir müssen irgendwo dann nach unten. Durch am Arsch. Okay, das Ding ist abgeraucht. Da müssen wir hin. Hä? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir da hinkommen sollen. Hier geht's nach unten, aber da sind die Türen halt zu. Ja, Scharfschützen. Multiprasante, Prabante, Probante. Hallo. Wie komme ich denn? Kann es sein, dass wir hier irgendwie rein müssen? Da können wir irgendwas hacken. Nicht schon wieder so einer. Wir können ja nichts hacken. 2 Minuten 30. Erreiche das Gitter. Welches Gitter? Da hinten gibt es Waffen. Das ist total toll.
war denn die Torsteuerung jetzt? Hab ich das jetzt richtig? Ich habe das jetzt falsch gemacht wahrscheinlich. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich da durch das Gitter kommen soll. Okay, jetzt sind wir wieder hier. 82 Meter. Okay, hier. Hallo, hier ist eine Alpha-Wand. Was? Wer? Guckst du, hier ist keiner. Welches Gitter? Das Gitter. Toll. Okay. Oh oh. Ich habe eine Befürchtung. Wir müssen das jetzt selber holen. Okay, das Gitter. Also, ich habe das voll nicht gesehen. Erreiche das Gitter und ich wusste überhaupt nicht, was für ein Gitter. Ich dachte, ich muss da oben durch dieses fette Loch nach unten in die Basis rein. Aber ich glaube, man kann ja gar keine Gebäude betreten. Weil man die alle auseinanderschießen kann, kann man die natürlich nicht betreten. Ich weiß schon, was ich mit dem kaputten Scanner mache. Ich habe den Scanner, Sheldon. Wo bist du? Gute Arbeit, Rico. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Treffen wir uns im Café Francesco. Da gibt's leckere Kuchen. Oh, Junge. Ja, Kuchen, hätte ich Bock drauf. So, das mache ich aus Prinzip. Das auch. Yeah. Oh, eine Nonne. Das tut mir leid. Erstmal fett eine Nonne vom Roller getreten. Ich komme sowas von in die Hölle. Uah, und da war was die Strafe. Wow, und hier ist die nächste Strafe. Um Gottes Willen. Erreiche das Gitter. Darf ich vor ein bisschen peinlich? Hey, Freunde. Take it up.